Wir werden heute hier ein ganz großes Netz aufhängen. Das wird Sterne enthalten, die von unseren neuen Mitgliedern sind, von Frauen, die sich für die KfD stark machen. Die Fahrgruppen haben neue Mitglieder geworben. Alle neuen Frauen bekommen einen kleinen Stern. Wir haben begonnen als 40 Mitglieder in diesem Jahr in unserer Gruppe und haben jetzt das 49. Wir haben also in unserer Diözese auch die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer geworben für die CDU. Und da sind wir ganz stolz. Mein persönlicher Wunsch ist, bis Weihnachten das 50. Mitglied geworben zu haben. Wir haben um die 60 Mitglieder beworben. War ein voller Erfolg. 7 Mitglieder. 7 auf einen Streich sozusagen. Die AfD hat mehr Profil bekommen. Immer dann, wenn man mit Werbezwecken unterwegs ist, muss man seine Aussagen schärfen. Ich hoffe auf ein großes Event mit vielen Frauen aus ganz Deutschland. Herzlich willkommen, liebe KfD-Frauen, und herzlich willkommen, Mainz. Insgesamt konnten 15.000 neue Frauen begrüßt werden. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier auf diesem wunderschönen Platz. Ich freue mich sehr, dass so viele Frauen der KfD heute gekommen sind, um gemeinsam mit uns den Abschluss unseres Aktionsjahres Häng dich rein ins Netz, das Frauen trägt, zu feiern. Sie befinden sich hier in einem Bistum, wo über die Hälfte aller ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frauen sind. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Aktionstag und dass am Ende dieses Tages die 20.000 Lassen Sie nicht locker. Werben Sie dafür, dass es Frauen neben Ihnen gibt, die auch diesen Schulterschluss brauchen, sodass wir stärker werden und dass wir Zuversicht bekommen. Es kann losgehen. Bitte drücken Sie jetzt gemeinsam auf den roten Knopf. Schön. Wir haben uns in das Netz hineingeflochten und ja, es war einfach ein wunderschönes Erlebnis für uns alle. Beeindruckend. Und ich denke, diese vielen Sterne, die für jedes neue Mitglied stehen, super, ganz toll. Also das ist mir durchgezogen bis in die Zehenspitzen. Es geht unter die Haut. Ja. Ein tolles Bild auf Zukunft.